Am Samstag twitterte der Deutsche Fußballbund ein Bild, auf das viele User empört reagierten. Anlass für den Tweet war der 100. Sieg des DFB-Teams vor genau 72 Jahren. 1942 siegte das Team in der Slowakei mit 5:2. Anlass für die Kritik am DFB? Das gepostete Bild zeigte zwei Spieler mit Hakenkreuz-Trikots ohne historische Einordnung. In den Antwort-Tweets heißt es nun, unter diesem Zeichen wurden Menschen abgeschlachtet oder auf diesen Sieg kann man bestimmt nicht stolz sein. Ein User lieferte dann sogar selbst Fakten zum historischen Hintergrund des Propagandaspiels. Mittlerweile hat sich der DFB entschuldigt.